Show am 24. Oktober. Dann heißt es, Silbereisen gratuliert. Das große Schlagerjubiläum. Und ich kann Ihnen sagen, es wird ein Abend der Superlative mit den ganz, ganz großen Stars. Und nur noch ein einziger Platz in dieser großen Eurovision-Show ist frei. Und um diesen allerletzten Platz kämpfen heute junge Schlagerkandidatinnen und Kandidaten. Hier sind sie, die Rock Harmonics. Vivian Gold. Marie Reim. Und Chris Kronauer. Ja, das sind sie, unsere Schlagerkandidatinnen und Kandidaten. Und sie bewerben sich heute um das letzte Ticket für unsere große Eurovision-Show, das Schlagerjubiläum. Es wird spannend. Nur eine oder einer von euch kann dann auf der ganz, ganz großen Eurovisionsbühne stehen und vor einem Millionenpublikum im Fernsehen auftreten. Es wird also wirklich sehr, sehr spannend. Und es funktioniert folgendermaßen. Wer am Ende der Show die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt das letzte Ticket für die große Eurovision-Show. Und die ersten Punkte, die wurden schon vergeben, denn unsere jungen Talente, unsere Kandidatinnen und Kandidaten, konnten sich während der Proben selbst gegenseitig Punkte geben und bewerten. So, damit jetzt allerdings hier im Studio niemand beeinflusst oder entmutigt wird, werden nur Sie zu Hause sehen können, wer denn momentan die Nase vorne hat. Also, wer liegt vorne? Das sehen Sie jetzt kurz eingeblendet. Psst. Nichts verraten, okay? Also, es bleibt spannend und wir werden dann am Ende der Show erleben, wer von unseren Kandidaten dieses letzte Ticket mit nach Hause nehmen darf. Unterstützt werden Sie heute von sehr, sehr erfahrenen und großen Schlagerstars von Andy Borg, Anna-Karina und Stefan Ross, Thomas Anders und der wunderbaren Beatrice Egli.
Herzlich willkommen nochmal bei uns, Beatrice. Das fühlt sich schön an, oder? Merci vielmal. Danke. Das ist doch schön, oder? Das ist so schön, es tut so gut. Absolut. Liebe Beatrice, dein Best-of-Album Bunt geht gerade wieder so richtig durch die Decke. Du hast in den letzten Jahren so viel erreichen können und so viel erleben können. Welchen Ratschlag kannst du denn unseren jungen Kandidatinnen und Kandidaten mit auf die Reise geben? Hey, macht es mit Liebe, mit Leidenschaft und voller Power. Für das, was ihr brennt, lasst das Feuer überspringen zu den Menschen und lasst einfach euch nicht so von niemandem reinreden. Geht euren Weg und das einfach mit purer Liebe. Denn ich glaube, Liebe ist die stärkste Kraft, die es gibt, mit Musik zusammen. Beatrice, unsere Schlagerkandidatinnen und Kandidaten bewerben sich ja heute um das letzte Ticket für die ganz große Eurovisions-Showbühne. Wen wirst du heute ein bisschen unterstützen? Also wem wirst du auf seiner Reise heute ein bisschen Glück bringen? Ja, Chris Kronauer begleite ich heute und bin mit aufgeregt. Ich wünsche mir natürlich das Ticket für dich und ich weiß, wie aufgeregt du bist, deswegen fühle ich mit dir. Und es ist schön, dass ich deinen Weg heute begleiten darf und ja, es ist auch für mich einfach neu, so auch so nah dabei zu sein, in einem so aufregenden Moment und hoffe, dass wir gemeinsam heute feiern einfach und Spaß haben, egal wie es kommt. Chris, mit so einer Unterstützung, da kann gar nicht schief gehen. Du bist jetzt der Erste, der hier bei uns ins Rennen geht. Und wir starten mit der Kategorie Schlagerklassiker. Und Chris hat sich den Schlager über den Wolken ausgesucht. Bühne frei für Chris Kronauer. Wenn man Osterborn 03. Bis hier hör ich die Motoren. Der Wald zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt. Der Schleierstaub, der Regen. Bis sie abhebt und sie schwebt. Der Sonne geht. Über den Wolken. Ich schau ihr nur lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regen drauf verschwinden. Ich geh, Regen durchtrinkt meine Jacke, irgendjemand kocht Kaffee, in der Luft auch sich verracke, in die Pfützen schwimmt Benzin, schillert wie der Regenbogen, Wolken spiegeln sich darin, ich wär gern weggeflogen. Plötzlich mächtig und klein über den Wolken.
alles, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nächtig und klein. Chris Kronauer! Vielen Dank. Was für ein Start in dieser Runde. Was sagt ihr zu diesem ersten Auftritt von Chris Kronauer? Landskollege, Bayer, über den Wolken unterwegs, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund, geht die Karrieredecke durch die Decke, bitteschön immer schön am Boden bleiben, also ich finde den total klasse. Aber ich darf mich auch heute nicht parteiisch machen. Ne? Ja, das stimmt. Naja, auf alle Fälle. Aber trotzdem total klasse. Dankeschön. Chris, alles Gute. Danke. Also ein toller Start. Beatrice, du strahlst, du bist glücklich. So kann es weitergehen, oder? Ja, ich finde, man hat richtig gesehen, du hast es genossen und darum geht's. Und alle haben Spaß und das ist doch das Beste, was es gibt. So muss es sein. Oder? So soll es sein. Also, eure Kommentare sind natürlich für unsere Kandidatinnen und Kandidaten sehr, sehr wichtig. Aber mindestens genauso wichtig sind heute eure Bewertungen, sprich eure Punkte. Nach jedem Auftritt unserer Kandidatinnen und Kandidaten könnt ihr maximal 10 Punkte vergeben. Wenn ihr sagt, wow, das war fantastisch, dann gibt's die 10. Ihr könnt aber genauso gut auch nur 5, 3 oder womöglich auch nur einen Punkt vergeben, wenn ihr sagt, na, da ist noch einfach Verbesserungspotenzial da. Das liegt in eurer Hand. So, der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Punkten am Ende von euch bekommt dann das letzte Ticket für die große Eurovision-Show. Und logischerweise dürfen jeweils nur die Stars von euch Punkte vergeben, deren Kandidatin oder Kandidat gerade nicht selbst auf der Bühne stand. Sprich, Beatrice, du bist jetzt erstmal kurz raus. Ja, du hast jetzt eine kurze Pause. Und euch darf ich jetzt bitten für die erste Punktevergabe für Chris Kronauer. Gebt eure Wertung jetzt ab. So, vielen Dank für diese erste Punktevergabe. Jetzt würden wir natürlich gerne alle den aktuellen Punktestand sehen. Wer liegt denn vorn? Aber wir hier im Studio bekommen davon nichts mit. Das ist ein exklusiver Service nur für Sie zu Hause. Also, wer liegt vorn? Sie sehen es jetzt. Das heißt, wir sehen das nicht? Nein, du siehst natürlich nichts, Andi. Nur die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Das und ich wollte schon zu Hause bleiben. Nein. Ja, da hättest du es natürlich dann mitbekommen. Dann hätte ich es jetzt schon gesehen. Stimmt, aber du kannst es ja später nochmal in der Wiederholung angucken. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend. Das ist der erste Zwischenstand. Und jetzt freue ich mich sehr auf den Mann, der Gott sei Dank nicht zu Hause geblieben ist, sondern zu uns gekommen ist. Er ist ein echtes Schlager-Urgestein. Und so einen wie ihn gibt es definitiv nur einmal. Bühne frei für Andi Borg! Mandelbraune Augen und Blumen in der Hand. So stieg sie aus dem kleinen weißen Blüten, zwei Orchideen im Haar, ein Mund so rot wie Feuer, ein Märchen wurde wahr. Ein Märchen beginnt mit, es war einmal, sie war ein Engel auf Erden, wie schön sie war. Ein Märchen beginnt mit, es war einmal. Mein Herz stand in Flammen, als ich sie sah. Sie hatte Augen wie Perlen, so hell und klar wie die Sterne. Wir hatten keine andere Wahl, auch unser in meinen Armen, es könnte nicht
im Mondenschein. Wir tanzen unter Sternen, tausend Träume lang. Wir liebten uns im warmen Sand, bis der Morgen kam. Ein Märchen. Aber schön. Und die Leute singen schon mit. Ja, aber das ist manchmal peinlich für den Interpreten, wenn sie schon mitsingen und er selber kann es nicht. Aber du hast gut animiert. Wunderbar. Ja. Also und hast du gesehen, wo ich hingegangen bin? Ja, ja, ich habe schon gesehen. Andi, aber jetzt pass auf. Also es war einmal, lange ist es ebenfalls her, vor fast 40 Jahren hast du deinen ganz großen Durchbruch im Schlagergeschäft gefeiert mit Adios Amor, damals 82. Ja. Seitdem unzählige Hits gelandet, unzählige Frauen besungen und unzählige Fans immer wieder als Entertainer begeistert. Sarah Marie, alle. Der letzte Tanz ist, ja. Alle hast du es besungen. Aber heute hast du dir auch eine Marie ausgesucht, habe ich mir sagen lassen. Denn du möchtest heute auch eine unserer Kandidatinnen unterstützen. Ja, ich bin sehr gerne Pate von diesem Mädchen. Ich sag's euch, sie hat gerade, also bevor wir reingegangen sind, hat sie gesagt, sie ist so aufgeregt. Und weißt du was? Das ist ein ganz, ganz gutes Zeichen. Dann bedeutet es dir etwas, dass es hier ein schöner Auftritt wird für dich und fürs Publikum. Und deswegen bin ich sehr, sehr gerne Pate für dieses schöne Mädchen mit der schönen Stimme. Siehst du, Marie, der freut sich richtig und du auch offensichtlich. So soll es sein. Er wird dich heute ein bisschen unterstützen. Aber was glaubst du, warum sollte Marie das letzte Ticket für die ganz große Eurovision-Showbühne gewinnen? Liebe Wählerinnen und Wähler. Seid ihr ja selbst. Also, liebe Kollegen. Schaut euch das Mädchen an, sie singt gerne. Und das ist das Wichtigste. Das wissen wir alle, dass man erst einmal für sich selber singt, dass man das schön findet, was man macht, dass man sich wohlfühlt, wenn da wirklich der richtige Ton rauskommt. Und das andere mit dem Publikum, das kommt dann mit der Zeit. Vor allem, wenn du erst jetzt hier schon bist und dann möglicherweise bei diesem Eurovisions-Event. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und lass dich doch singen. Ja, das machen wir jetzt gerne. Bei einer Sängerin zu erzählen, wie gut sie ist, ist nicht, das ist nicht gut. Einfach anschauen, zuhören und hey. Also, dann freuen wir uns jetzt auf Marie, und sie geht jetzt mit einem ganz besonderen Schlagerklassiker ins Rennen, den schon Stars wie Andrea Berg, Karel Gott, Nena und der unvergessene Heinz Rühmann gesungen haben. La Lilu. Marie Reim. Schau zu, wenn die kleine Baby
Zu diesem Auftritt. Klasse, oder? Klasse. Ich fand, das hat die Marie so super gemacht. Weil ich meine, es ist ja nun wirklich ein sehr, sehr alter Song, aber der wirkt plötzlich gar nicht mehr alt. Der wirkt so frisch, der wirkt so jung. Und das ist deine Interpretation und das fand ich ganz großartig. Großes Kompliment. Vielen Dank. Und ihr werdet gleich sehen, die ist gar nicht so lieb, wie sie da tun. Die kann aber auch anders. Ich würde sagen, es ist vielseitig, aber wie ihr wollt, ne? Genau. Wir wollen ja. Also wir werden heute noch ein paar Facetten kennenlernen von unseren Kandidatinnen und Kandidaten. Aber jetzt darf ich erstmal wieder euch um die Punktevergabe bitten. Andi, jetzt musst du natürlich pausieren. Ja. Und ich darf euch jetzt bitten, die ersten Punkte für Marie rein abzugeben. Ich habe das für euch schon eingestellt. Ihr müsst jetzt nicht, ich habe das nur drauf. Ja? Einfach nur senden, auf Senden drücken. Nein. So. Ein Quatsch. Bitte gebt eure Wertung jetzt ab. So, vielen Dank euch. Und jetzt gibt es natürlich einen neuen Zwischenstand. Den möchten wir jetzt alle gerne sehen, aber nur ausschließlich Sie zu Hause haben das Vergnügen, den Zwischenstand begutachten zu können. Wer liegt vorne? Sie sehen es jetzt. Nichts verraten. Und jetzt freuen wir uns. Sieht man das irgendwo? Was ist denn, Andi? Sieht was man suchst das du denn? Irgendwo? Nein, man sieht es nicht. Siehst du das? Nein, du kannst auch suchen, nicht. Wo du willst. Hier im Studio wirst du das Ergebnis nicht finden. Zuschauer müsste man sein. Ja, nur Zuschauer. Die haben es beim MDR gut. Die können das sehen. Aber ansonsten kriegen wir hier nichts mit. Aber wir kriegen jetzt dafür einen ganz besonderen Auftritt mit. Aber natürlich auch Sie zu Hause. Und darauf freuen wir uns sehr. Auf unser neues Schlager-Trompa. Auf Anna-Karina und Stefan Mross. Applaus